Eine große Kulisse, passend zu einer großen Stimme. Die Altistin Sara Mingardo ist die italienische Verkörperung eines selten gewordenen Stimmfachs. Sie stammt aus Venedig und lebt heute mit Familie und Hund Tobi in Mestre. Ecco, qui abbiamo. Questi sono i momenti. Das sind sie, die wichtigen Momente meines Lebens. Da bin ich mit 10 ins Konservatorium eingetreten. Es war in der ersten Klasse der Mittelschule. Damals lernte ich Klavier. Da war ich am Teatro La Fenice bei der Aufführung von Boris Godunov dabei. Ich gehörte zum kleinen Chor, weil mir das Singen schon immer so gefallen hat. Dieses Klavier hat meine Mutter mit dem Geld gekauft, das ich verdient habe. La Fenice zahlte damals, ich erinnere mich, als ob es gestern war, 10.000 Lire pro Aufführung. Es waren 6 Aufführungen. Da hat man mir ein Sparbüchlein eröffnet mit 60.000 Lire. Damit hat meine Mutter das Klavier gekauft. Es hat einen schönen Klang, einen sehr schönen. Es ist ein wenig beschädigt, aber es ist meins und ich liebe es sehr. Das muss ich Ihnen auch zeigen. Questi, vedi? Das ist etwas ganz Besonderes. Questi erano i soldi. Das waren die Münzen, die Boris Godunov, damals gespielt von Ruggero Raimondi und Boris Christoph, den Kindern zuwarf. Christoph lanciavano, no? Ai bambini e noi di corsa. Und wir rannten los, sie einzusammeln. Meine Mutter sagte mir: "Behalt sie." Vielleicht bringen sie Glück. Und ich habe sie behalten, 40 Jahre lang. Manchmal verschenke ich ein paar davon an meine Schüler. Und sie bringen Glück. Auch mir. Ich bin einer der glücklichsten Menschen überhaupt. Als großes Glück empfindet die Sängerin auch die über 20 Jahre dauernde Zusammenarbeit mit Claudio Abbado, den sie innigst verehrte. Glücklicherweise habe ich diese Widmung von Maestro Abbado bekommen. Er erinnerte sich an Boris Godunov und die Kindertotenlieder von Mahler, die wir zusammen gemacht haben. Das hat er mir vor 2 Jahren in Luzern geschrieben. Für die Rückkehr nun auf die Bühne, die sie mit Abbado teilte, muss sich Sara Mingardo wappnen. Einen Kloß im Hals kann sie sich als Sängerin nicht leisten. Ich werde vermeiden, daran zu denken, dass ich in Luzern bin. Daran zu denken, dass da Maestro Abbado sein sollte. Ich werde versuchen, all das zu verdrängen und mir vorstellen, ich sei in London, Paris oder Venedig, irgendwo.